Servus an alle, ich hoffe, euch geht's gut. Heute möchte ich mit euch über den größten Fehler, den man meiner Meinung nach beim Lesen von Nietzsche machen kann, reden. Und um gleich damit rauszurücken, meiner Meinung nach ist das, wenn man eine Systematik erkennen will in Nietzsches Schriften oder aber keine erkennt, wenn eine da ist. Und das passiert meistens, wenn man einzelne Aussagen von Nietzsche überinterpretiert oder wenn man sie eben wörtlich nimmt. Am besten kann man das vielleicht in einem Beispiel verdeutlichen. Kennt bestimmt den Satz, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Das ist ein Satz, den Nietzsche zwar nie genauso geschrieben hat, aber das verdeutlicht vielleicht schon ganz gut. Der Satz wird Nietzsche nämlich oft in den Mund gelegt. Im Zarathustra spricht in Wirklichkeit ein altes Weiblein mit Zarathustra und das sagt zu ihm: Wickle sie ein und halte ihr den Mund, sonst schreit sie überlaut, diese kleine Wahrheit. Gib mir, Weib, deine kleine Wahrheit, sagte ich. Und also sprach das alte Weiblein: Du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht. Viele denken, dass diese Textstelle etwas mit Lou Salome zu tun hat, in die Nietzsche kurze Zeit verliebt war und die auf diesem Foto hier auch mit Nietzsche und Paul Reh zu sehen ist, wie sie eine Peitsche in der Hand hält. Wer mehr von Nietzsche gelesen hat, weiß allerdings, dass Nietzsche tatsächlich ein überzeugter Antifeminist war. Auch wenn man die Textstelle, die ich gerade vorgelesen habe, gar nicht unbedingt so antifeministisch interpretieren muss. In Also sprach Zarathustra vom Lesen und Schreiben schreibt Nietzsche: Mutig, unbekümmert, spöttisch, gewalttätig, so will uns die Weisheit. Sie ist ein Weib und liebt immer nur einen Kriegsmann. Und das ist tatsächlich auch das Motto der dritten Abhandlung bei der Genealogie der Moral. Auch in Jenseits von Gut und Böse schreibt Nietzsche ganz am Anfang: Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist, wie ist der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? Und in der Vorrede der fröhlichen Wissenschaft schreibt Nietzsche: Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur Wahrheit, zur Wahrheit um jeden Preis, dieser Jünglingswahnsinn in der Liebe zur Wahrheit, sie ist uns verleidet. Dazu sind wir zu erfahren. Zu ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief. Wir glauben nicht mehr daran, dass Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr die Schleier abzieht. Wir haben genug gelebt, um dies zu glauben. Nietzsche benutzt für die Wahrheit also meistens das Bild einer Frau, und da Nietzsche ebenfalls überzeugt ist, dass es keine Wahrheiten an sich gibt, darf man sich auch nicht allzu sehr in ihnen verlieren. Stattdessen soll man als Mann seine Kämpfe austragen und seine eigenen Werte schaffen, an die sich die jungen Weiblein oder die jungen Wahrheiten anschließend wieder klammern können. Das alte Weiblein weiß ja schließlich, dass es alt ist und dass es bald ausgedient hat. Und allein, dass es alte und junge Wahrheiten genauso wie einen Lebenszyklus gibt, das zeigt ja schon die Vergänglichkeit von Wahrheiten. Und mit Wahrheiten soll man eben deshalb nicht ruhig umgehen, und auch nicht so zimperlich, wie Nietzsche in der Textstelle eben geschrieben hat. Ja, ich hoffe, das Beispiel zeigt euch ganz gut, was passieren kann, wenn man den etwas größeren Gesamtkontext von Nietzsches Intention nicht kennt, beziehungsweise wenn man die Systematik nicht kennt, wenn eine dahinter steckt und einzelne Aussagen zu wörtlich nimmt. Ich glaube, das kann man ganz gut das Gobel-Problem nennen. Der hat ja in einem Video auch Nietzsche benutzt, um für eine fröhliche Aufklärung und Menschenrechte zu argumentieren. Ich bin mir sicher, er hätte Nietzsche auch zum Feministen machen können. Das war allerdings ja auch Nietzsches ganz großes Problem, nachdem er gestorben ist, dass er von ganz vielen vereinnahmt wurde, weil sich die Leute eben einzelne Zitate rausgenommen haben, um ihre Agenda zu pushen. Er wurde ja nicht nur von Nationalsozialisten, sondern auch von Anarchisten, von Libertären und auch von Poststrukturalisten benutzt, um ihre Agenda zu rechtfertigen. Den ganz umgedrehten Fall, wie den ich gerade beschrieben habe, habe ich mal an der Uni erlebt. Da haben drei Mädels ein Referat über den Zarathustra halten sollen und sie haben 10 Minuten eigentlich nur von dem Kapitel über die drei Verwandlungen geredet. Darin wird erklärt, dass der Geist eines Mannes zuerst zum Kamel werden soll und anschließend zum Löwen und dann wieder zum Kinde. Und im Gegensatz zu Skobel haben sie in diese Aussagen nichts hineininterpretiert, sondern es alles genauso für wahrgenommen, wie Nietzsche es in diesem Kapitel geschrieben hat und Zarathustra es dann verkündet. Das heißt, sie haben eine Systematik in einen Teil dieses Buches gelegt oder haben sie dort sehen wollen, wo eigentlich nicht unbedingt eine war. Und damit haben sie dann das ganze Buch versucht zu erklären oder daran abzuleiten.
Und deswegen verweise ich auch immer ganz gern auf Giorgio Colli, das ist einer der Herausgeber der kritischen Gesamtausgabe von Nietzsches Werken. Und der hat einmal gesagt: Ein Fälscher ist, wenn Nietzsche interpretiert, indem er Zitate aus ihm benutzt. Denn er kann ihn all das sagen lassen, worauf er selbst aus ist, indem er authentische Worte und Sätze nach freiem Belieben geschickt arrangiert. Im Bergwerk dieses Denkens ist jedes Metall zu finden. Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem. Und überhaupt ist es unerredlich, sich der Zitate aus Nietzsche zu bedienen, wenn man über ihn spricht. Man verleiht so den eigenen Worten Gewicht durch die Wirkung, die von ihm ausgeht, dass die seinen in ihnen erscheinen. In erster Linie war Nietzsche ja Feind aller Systematik, auch wenn der späte Nietzsche darin wieder ein System erkennen wollte, zum Beispiel mit der ewigen Wiederkehr desgleichen oder mit dem Übermenschen, der mit dem Fehlen von jeder Systematik und auch von Wahrheiten zurechtkommt. Nietzsche war eben ein großer Gegner von allen Wahrheiten, obwohl er natürlich selber einen gewissen Anspruch an die Wahrheit hatte. Was er da genau drüber denkt, das habe ich euch mal in einem anderen Video zusammengefasst. Nietzsche selbst war ja gelernter Philologe, später auch Professor für Philologie und musste deshalb unfassbar viel griechische Literatur lesen, die seine Philosophie natürlich auch maßgeblich beeinflusst hat. Und Nietzsche verrät uns sogar, wie wir Philologie und wie wir ihn und überhaupt lesen sollen. Nämlich schreibt er über die Philologie in der Morgenröte: Sie lehrt gut lesen, das heißt langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offen gelassenen Türen, mit zarten Fingern und Augen lesen. Meine geduldigen Freunde, dies Buch wünscht sich nur vollkommene Leser und Philologen. Lernt mich gut lesen. Ich finde es wichtig zu betonen, dass Nietzsche kein Prophet war und auch keiner ist und auch keiner sein wollte. Man darf ihn auch selbst nicht mit Zarathustra verwechseln, da man laut Nietzsche Autor und literarische Figur sowieso kategorisch trennen muss. In der Genealogie der Moral hat er deshalb auch mal geschrieben: Man soll sich der Verwechslung hüten, in welche ein Künstler nur zu leicht selbst gerät, aus psychologischer Contiguity mit den Engländern zu reden. Wie, als ob er selber das, was er darstellen, ausdenken, ausdrücken kann. Tatsächlich steht es so, dass er eben das wäre, er es schlechterdings nicht darstellen, ausdenken, ausdrücken würde. Ein Homer hätte keinen Achill, ein Goethe keinen Faust gedichtet, wenn Homer ein Achill und wenn Goethe ein Faust gewesen wäre. Mein Tipp zum Schluss: So viel wie möglich Nietzsche lesen oder auch hören, denn nur so bekommt man ein möglichst umfassendes Bild von Nietzsches Gedanken und Nietzsches Philosophie überhaupt. Und anschließend findet man vielleicht sogar einige tiefe Gedanken, die sich auch systematisieren lassen. Ich habe das in meiner Nietzsche Erklärt-Reihe versucht und hoffe natürlich, sie hilft euch dabei, Nietzsche zu lesen und zu verstehen, wenn ihr auf einige der Begriffe, die ich versucht habe zu erklären, in Nietzsches Werken stolpert. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald.